Und mein Name ist Maya Loh, ich bin vom Afroasiatischen Institut auch und Bildungsreferentin hier und werde mich heute um die Technik kümmern. Jetzt eine schöne Buchpräsentation und gebe an Martin Stürmer weiter. Mhm. Mhm. Vielen Dank, Maya. Ja, einen schönen guten Abend an alle in die Runde. Mich freut es heute sehr besonders, dass wir den Herrn Dortler in Berlin begrüßen dürfen, dass er heute zu uns gekommen ist. Ich habe Ihr Buch vor eineinhalb Jahren im Urlaub so das erste Mal gelesen und seitdem habe ich das immer so ein bisschen am Plan gehabt, dass wir einmal eine Veranstaltung mit Ihnen machen wollen, weil es als super interessanten Gedankengang auf der einen Seite natürlich finde und das Buch natürlich auch hervorragend gelungen in der Umsetzung finde. Ja? Also sehr spannend, eine kleine Empfehlung, wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, könnte zuschlagen, beziehungsweise haben wir heute auch die Möglichkeit und die Chance steht relativ groß. Wir verlosen ja heute drei Bücher wir wünschen viel Glück, vielleicht gewinnen Sie ja ein Exemplar. Ja, vielleicht ganz kurz zum Herrn Dortler. Herr Dortler wurde 1971 in Greifswald geboren und hat Theologie, Philosophie und Kulturwissenschaften in Berlin studiert. Berlin spielt ja auch in dem Roman eine sehr, sehr große Rolle. Also der erste Teil des Romans, die ersten 300 Seiten, spielen ja weitgehend in Berlin. Herr Dortler hat auch, glaube ich, 8 Jahre in Dar es Salaam, in der größten Stadt in Tansania, gelebt. Und von dort auch den Kontinent bereist. Also er kennt auch Dar es Salaam und Tansania natürlich sehr gut. Und Tansania ist so quasi dieses Wunschziel des Hauptprotagonisten des Josua Brenner in dem Roman Der Platz an der Sonne, wo er auch hin will, über diese Odyssee, die mehr als 10.000 Kilometer lang ist. Genau. Also vielleicht sprechen wir ganz kurz über die Ausgangssituation des Buches, weil ich glaube, das ist notwendig, auch zu erklären, wie das Setting zu Beginn ist. Maya, kannst du vielleicht kurz die Karte herzeigen? Also die Ausgangssituation ist die, nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein Dritter Weltkrieg stattgefunden, der zwischen 1948 bis 1961 herum dauerte und Deutschland ist quasi in 6 Teilstaaten zerfallen der Hauptprotagonist des Buches, Josua Brenner, lebt in der Neuen Preußischen Republik. In Berlin ist 1978 zur Welt gekommen und er ist eigentlich, er kommt mit diesen schwierigen Umständen sehr, sehr gut zurecht. Also ein sehr findiger, patenter Knabe, der sich immer wieder sehr gutes Leben meistert, aber man merkt, dass egal was er anpackt, dass ihm immer wieder Prügel vor die Beine geworfen werden und es entsteht schon langsam so etwas wie eine Perspektivlosigkeit. Was ich vorher vielleicht ein bisschen zu wenig erwähnt habe oder gar nicht erwähnt habe, war, also es gibt dieses dystopische Deutschland, würde ich mal sagen, diese neue preußische Republik, aber es gibt natürlich auch das reiche Afrika, das nach diesem dritten Weltkrieg ja zu einem sehr wohlhabenden Staat nicht so einem Staat, sondern einem wohlhabenden Kontinent natürlich geworden ist. Was waren da eigentlich so die Gründe, warum Afrika so wohlhabend geworden ist, Herr Dortler? Also letztendlich die Geschichte, also was ich grundsätzlich versucht habe, ist, dass ich nicht nur einfach die Verhältnisse umgedreht habe, sondern ich habe die Geschichte an einem bestimmten Punkt abbiegen lassen und habe aufgrund der Elemente, die ich vorfinde, in unserer faktischen Geschichte praktisch einen alternativen Geschichtsverlauf konstruiert. Der biegt ab 1948 während der Berlin-Blockade. Es kommt zu einem Zwischenfall zwischen den Sowjets und den Amerikanern und da kippt der schon sehr fast heiße, kalte Krieg tatsächlich in einen heißen Krieg um. Und die beiden Blöcke bekriegen sich, also der Ost- und der Westblock. Und dadurch, dass sie einigermaßen gleich stark sind, kommt es zu einer Art Erschöpfungskrieg. Um die Wirtschaftsgüter und die kriegswichtige Produktion in Sicherheit zu bringen, verlagern die Sowjets ihre Produktion in die Weite Sibiriens und die Westalliierten in ihre ehemaligen oder in ihre damaligen Kolonien, also im Wesentlichen nach Afrika, inklusive Transfer von Wissen und von Bildung. Man braucht dann vor Ort Fachkräfte, Rohstoffe sind vorhanden.
und so, dass also einen gewaltigen Wissens- und Technologietransfer im Laufe der 50er Jahre stattfindet, eigentlich um den Krieg in Europa und Amerika zu unterstützen. Aber je länger der Erschöpfungskrieg dauert in Europa, desto selbstbewusster werden die ehemaligen Kolonien und desto weniger können sich auch die Mutterländer behaupten, sodass sich also im Schatten dieses Krieges ein Abnabelungsprozess abspielt. Und der Krieg dauert bis zur vollständigen Erschöpfung aller Beteiligten bis 1961. Das ist das, was wir heute als Erste Welt kennen. Während in der Dritten Welt durch diesen Technologietransfer, durch hervorragende Entwicklungsbedingungen, sich dort gute, prosperierende Gemeinwesen entwickeln, die sich dann von 1961 an weiter gut entwickeln, während sich eigentlich die ehemaligen Kriegsparteien nie so recht von den Folgen des Krieges erholen können. Aber der Hintergrund ist tatsächlich der, dass mit der richtigen Mischung aus Umständen eben die Geschichte Afrikas auch ganz anders denkbar wäre. Und diese Umstände ändere ich, indem ich sozusagen dieses Kolonialverhältnis zunehmend auflöse und indem es einen starken Wissens- und Technologietransfer im Laufe des Krieges gegeben hat. Können Sie es ein bisschen erklären, wie eigentlich Ihre Motivation entstanden ist, diese alternative Geschichte zu entwickeln, beziehungsweise auch dieses Buch zu erzählen, wie es dann tatsächlich auch passiert? Also eigentlich geht es zurück auf etwas, was unsere Mutter immer zu uns gesagt hat. Kinder, wir wollen dankbar sein, dass wir es so gut haben, denn das ist nicht selbstverständlich. Wir neigen ja dazu, schnell viele Dinge, auf die wir selbstverständlich zurückgreifen können, auch so hinzunehmen, als ob das immer so sein müsste und als ob es dazu keine Alternative geben könnte. Und die Frage ist einfach die, wie würde sich unser Leben gestalten, wenn das Schicksal anders entschieden hätte? Auch vor der Folie, dass sich der Einzelne, das ist mir ein wichtiger Punkt, dass sich der Einzelne ja relativ wenig verdankt, sondern jeder Einzelne uns wird in Umstände hineingeboren und versucht dann, was daraus zu machen. Aber ich persönlich verdanke ja nicht, dass ich in Nordeuropa das Licht der Welt erblickt habe. Das habe ich eben, so war es nun eben. Und ich persönlich verdanke mir auch nicht, dass ich hervorragende Möglichkeiten zur Entfaltung vorfinde. Und ebenso wenig verdankt sich, dass jemand, der heute in einem Slum in Nairobi geboren wird, dass er dort geboren wird und eben sehr viel schlechtere Bedingungen vorfindet. Sondern das sind bestimmte geschichtliche Entwicklungen, kulturelle Entwicklungen, die, wenn man meiner Ansicht nach genau reinsieht, auch sich anders hätten entwickeln können. Und eine dieser Möglichkeiten spiele ich eben durch. Jetzt haben Sie lange Zeit gelebt in einem afrikanischen Staat, der sich ja sehr stark entwickelt hatte in den letzten Jahren. Der Konjunkturmotor sehr stark angeworfen worden ist. Und wenn man heute Dar es Salaam anschaut, ich habe 1993 dort studiert, ja, und da war die Skyline geprägt eigentlich von dieser kleinen Kathedrale, die jetzt völlig untergegangen ist in dieser Skyscraper-Landschaft, die wir heute dort vorfinden. Und damals waren, glaube ich, 1,3 Millionen Bewohner und heute sind wir, glaube ich, bei 7-8 Millionen Einwohner bei Dar es Salaam. So genau habe ich es jetzt nicht im Kopf, aber irgendwo, zumindest 6 Millionen, glaube ich. War das auch so eine Entwicklung, die Sie mitverfolgt haben, die Sie beeinflusst hat, wo Sie sich gesagt haben, es könnte auch wirklich einen Modernisierungsschub geben? Ja und nein. Also was mich eigentlich mehr beeindruckt hat, ist dieser erste Energieschub nach der Unabhängigkeit der meisten ehemaligen Kolonien. Da hat sich ja ein unglaubliches Potenzial kulturell, wirtschaftlich, motivativ, gesellschaftlich herausgebildet, sodass man, das finde ich immer wieder faszinierend, was sich da, also das war einfach in diesen 10 Jahren, in den 60er Jahren bis Anfang der 70er, das war ja afrikaweit, hat man viele Zeugnisse gefunden oder hat sich viel abgespielt, was gut illustrieren könnte, welches Potenzial sich hätte entwickeln können, wenn eben die Umstände
ganz verschiedene Umstände, auch innerafrikanische Umstände, das sollte man auch nicht ganz leugnen. Aber wenn die Umstände anders gewesen wären, dann hätte sich die Geschichte anders entwickeln können, denn das Potenzial ist ohne Zweifel da. Und meiner Ansicht nach, und das ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, meiner Ansicht nach hat sich das eben ganz gravierend kurz nach der Unabhängigkeit gezeigt, dass in Afrika auch für gewisse Zeit durchaus die Möglichkeit gelegen hätte, auch andere Wege zu gehen als die wenigen Wege, die wir heute vorfinden in der Welt. Aus verschiedenen Gründen ist es dazu nicht gekommen, aber ich spiele einfach die Möglichkeit durch, dass diese Potenziale, dass aus vielen Potenzialen, die ohne Zweifel existieren, eben was geworden wäre. Was hätte Ihrer Meinung nach passieren müssen, dass dieser positive Weg eingeschlagen worden wäre? Ach, das ist, da habe ich keine eindimensionale Antwort. Das hat ganz verschiedene Ursachen. Das hat sicherlich auch was mit Großmachtpolitik zu tun, dass viele afrikanische Systeme in das Räderwerk des Kalten Krieges gekommen sind. Es hat was mit diesem legendären Clash of Cultures zu tun, dass einfach verschiedene Mechanismen aufeinander oder kulturelle Mechanismen aufeinander getroffen sind, die durch ihre Reibung mehr vernichtet als geschaffen haben. Ja, also darüber könnte man sehr lange reden. Es gibt sicherlich nicht eine Ursache. Darum geht es mir auch nicht in dem Buch so um diese großflächigen Beschreibungen, sondern einer der Ansätze des Romans ist es eigentlich, dass ich die Perspektive zurücklenke auf den Einzelnen. Deshalb gibt es auch einen Protagonisten, deshalb ist es auch aus der Ich-Perspektive erzählt, denn die Sachen stellen sich immer anders dar. Ich kann über Afrika reden und über Politik und Großmächte, aber die Sache stellt sich ganz anders dar, wenn ich ein Individuum hernehme, ob in Deutschland oder in Tansania oder in China. Und dann, das ist meine Überzeugung zumindest, dann wird man auch mehr Verbindendes als Trennendes finden, zumindest in vielen Grundmechanismen. Und wenn ich den Blick auf den Einzelnen richte, dann gehört zu dem Potenzial in Afrika eben auch, dass wir unglaublich viele Potenziale, einzelne, individuelle Potenziale, die auf diesem Kontinent leben, wenn ich mal so sagen darf, was wir uns selber auch antun, dass wir vielen Menschen die Möglichkeit zur Entfaltung versagen. Also ganz plakativ gesagt, möglicherweise sitzt jetzt gerade der nächste Max Planck in einem Slum in Nairobi, aber wir werden es nie erfahren, weil er keine Bildungsmöglichkeiten hat. Ich finde das sehr wichtig und auch sehr liberalisierend, indem wir wirklich uns immer wieder vergegenwärtigen, das sind nicht Völker und nicht Gruppen und nicht Ethnien, sondern das sind am Ende des Tages meiner Ansicht nach Einzelne. So wie sich auch, um ein bisschen zum Buch zurückzukommen, so wie sich auch eben einzelne Menschen auf den Weg und auf die Flucht nach Europa machen, mit jeweils einzelnen Motivationen. Und was ich etwas zur Geltung bringen wollte, war, dass all das, was wir für uns selbst selbstverständlich in Anspruch nehmen, dass wir das eigentlich auch jedem anderen Menschen gegenüber in Anspruch nehmen sollten und zur Geltung bringen. Okay. Wir haben jetzt eine Frage im Chat, eine Frage von der Christine. Meinen Sie, dass es diese Potenziale weiterhin gibt? Also ich nehme an, dass Sie das auf die Periode nach der Unabhängigkeit bezieht, auf die Potenziale. Und woran liegt es unter anderem, dass sie sich derzeit nicht so entfalten wie in der Zeit kurz nach dem Erreichen der Unabhängigkeit? Oder ist es nur unser europäisch zentrierter Blick der Medien, dass wir diese Potenziale nicht wahrnehmen und sie sehr wohl stattfinden? Also ich gehe schwer davon aus, dass es da das ist Grundlage unseres Menschenrechtsdenkens zum Beispiel ist, dass wir in Grundzügen unserer menschlichen Natur gleich geschaffen sind, hätte man früher gesagt. Piept irgendwas? Okay, gleich geschaffen sind. Und ich denke eben, ich denke das und es entspricht auch meiner Erfahrung, dass es, also wie man in Berlin sagen würde, es gibt überall so und solche. Und ob ich denn nach Berlin gehe, nach Nairobi, ich denke, ich finde überall Menschen mit starken Potenzialen. Und
daran ändert sich, glaube ich, auch nichts. Was sich ändert, sind die, oder was sich unterscheidet, sind die Möglichkeiten der Entfaltung. Und die sind eben in vielen afrikanischen Ländern ganz anders als das, was wir zur Verfügung haben. Und das, denke ich, ist einer der Hauptgründe. Also ich denke schon, einer der Schlüsselwege zur Entfaltung ist Bildung. Und wenn das stattfinden würde, dann würden sich diese Potenziale auch ganz anders entfalten können. Und ich denke, dass wir alle davon profitieren würden. Mhm. Eben nicht nur Afrika, sondern wir brauchen jeden Max Planck, den wir kriegen können, finde ich. Mhm. Und der muss aber die Möglichkeiten finden, zu einem solchen zu werden. Und Ihre Person, das Joshua Brenner, ist ja offenbar auch so angelegt. Das ist ja ein junger Mensch, der ja offensichtlich sehr großes Potenzial hat. Also, und der sich immer wieder durchschlägt, der sehr fleißig ist und sehr findig durchs Leben geht. Ist das so für Sie so, wollten Sie das auch skizzieren und ausdrücken damit? Also, naja, also was ich ausdrücken wollte, war, das ist jetzt ja kein... Also er ist jetzt nicht überintellektuell, sondern das ist so jemand so mit Herz und Schnauze, würde man sagen. Und das ist jemand, zumindest habe ich die Figur so angelegt, dem man eigentlich wünschen würde, dass er Erfolg hat, dass er das realisieren kann, was er sich vorstellt, dass er seinen Lebenstraum realisieren kann und dass er glücklich wird. Aber er findet Umstände vor, die ihm das versagen. Das ist eigentlich so die Grundkonstruktion. Er hätte das Zeug dazu, ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein, von dem wir oder von dem alle anderen profitieren und er auch. Aber die Welt, in der er lebt, ist eben nicht so, sondern er hätte es sozusagen verdient, sein Glück zu machen und zu finden, aber es wird nichts draus. Und zwar aufgrund von Umständen, gegen die er machtlos ist, die er sich selbst aber nicht verdankt. Sondern er ist einfach im falschen Land zur Welt gekommen. Mhm. So einfach. Genau. Und auf diesen ersten 300 Seiten Ihres Buchs, in diesem ersten Teil, sieht man ja auch sehr schön, wie diese Machtlosigkeit sich immer stärker breit macht und diese Perspektivenlosigkeit dann entsteht und dieser Wunsch auszuwandern sich immer stärker manifestiert. Und eine entscheidende Rolle spielt er in diesem Buch auch der Freund Roller, ja, der es ja offensichtlich geschafft hat, nach Tansania zu reisen oder zu flüchten. Und er schreibt ihm ja auch eine Ansichtskarte, das ist ja so ein bisschen ein zentrales Element in ihrem Buch ist, aus Mathema. Und lädt ihn zu sich ein und hat ein sehr positives Bild, nur vermittelt ein sehr positives Bild, wie wenn Milch und Honig fließen würden in Tansania. Ja. Und dann, Joshua Brenner macht sich dann eben auf den Weg nach Afrika. Das ist eine Odyssee über zigtausende Kilometer, die Sie im zweiten Teil des Buches beschreiben. Wir haben, glaube ich, auch eine Karte dazu, Maya. Vielleicht können wir diese Fluchtroute einmal ganz kurz herzeigen. Also es ist eigentlich genau der umgekehrte Weg, wie wir ihn so kennen, also die Mittelmeerroute quasi von Europa nach Afrika. Und es stoßt aber sehr bald schon auf Unwegsamkeiten, nämlich er muss auch bereits an einer, wie eingangs gesagt, Deutschland ist in 6 Teilstaaten zerfallen und Bayern macht es besonders schwer, da offensichtlich durchzukommen. Steckt da was dahinter her, Herr Dörkler, oder... Naja, natürlich. Also ich bin ja aus so Berlin und bin auch biografisch sehr preußisch verortet. Und da gibt es natürlich immer gewisse Animositäten zwischen den verschiedenen Landesteilen. Das spielt übrigens auch eine, ich habe das sehr stark auch ausgebaut, die regionaltypischen Unterschiede und auch die gewissen Animositäten. Das gibt ein bisschen Kolorit und das... Ich muss ehrlich sagen, so schreiben geht ja manchmal eigene Wege. Ich habe das von vornherein gar nicht so angelegt, aber als ich das dann geschrieben hatte, fiel es mir auf, dass Bayern da doch so geworden ist, wie es im Buch geworden ist. Und das ist auch tatsächlich der einzige deutsche Staat ist, der ungefähr mit dem heutigen Bayern übereinstimmt, territorial, mhm. Alle anderen ganz anders sind.
Ja, darüber kann man rätseln, warum ich das so gemacht habe, aber die Darstellung Bayerns ist sicherlich auch aus Berliner Perspektive, aber es ist natürlich auch die Perspektive von Josua Brenner, und der ist nun mal Berliner und sieht die Welt mit seinen Augen. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger, ein elementarer Bestandteil dieses Buches. Das ist Rollenprosa, das heißt, das ganze Buch ist aus seiner Perspektive geschrieben, aus seinen Augen sieht man die Welt. Das heißt nicht, dass darin alles so stimmt, aber ich habe diese Perspektive bewusst gewählt, um möglichst einfach Identifikation zu ermöglichen. Bevor wir zur zweiten Lesepassage kommen, vielleicht noch zwei Fragen aus dem Chat. Wie geht es Lateinamerika in dieser Welt des Josua Brenner? Haben sich auch dazu Gedanken gemacht? Also in Ihrer alternativen Weltgeschichte wird das wahrscheinlich auch einen Platz haben. Und die zweite Frage ist, wer sind die sogenannten Bongos? Also, Lateinamerika, der Luxus, den man als Autor von Belletristik hat, ist ja, dass man sich nicht um alles kümmern muss, sondern ich habe nur die Welt gestaltet, die ich auch brauche, und habe sie auch so gestaltet, wie ich sie brauche. Ich musste nicht als Historiker tätig werden und auch keine Vollständigkeit walten lassen. Insofern kann ich die Frage nicht beantworten, wie jetzt Lateinamerika genau dasteht. Das weiß ich auch nicht. Das könnte ich mir wohl überlegen, aber dadurch, dass das überhaupt keine Rolle spielt im Buch, habe ich das auch nicht weiter gestaltet. So, das ist die erste Frage. Die zweite Frage, Bongos sind, ja, das ist eine, also ich habe einen Ausdruck gesucht, wie Menschen aus einem desolaten, heruntergekommenen, hoffnungslosen Berlin, die Menschen bezeichnen könnten, die aus einem sehr wohlhabenden, prosperierenden, Milch und Honig hervorbringenden Afrika kommen, wohl bezeichnen könnten. So, das war ein langer Satz. Und aus meiner Erfahrung heraus sind diese Begriffe immer eine Mischung aus Hochachtung oder Wertschätzung, aber auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so die Leute sind auch so ein bisschen merkwürdig. Also letztendlich, wenn ich das auf Tansania übertrage, da gibt es ja diesen Ausdruck, das sind die Weißen, sind die Mzungu oder Wazungu. Und dieser Ausdruck ist ja auch, das ist schon die Weißen sind eben in dem Sinne, tatsächlich die, die es zu was gebracht haben und verkörpern auch bestimmte Zielvorstellungen, aber die sind auch merkwürdige Leute. Also der Ausdruck zum Beispiel Wazungu heißt, also gibt es verschiedene Etymologien, aber eine ist eben die, das sind die Leute, die im Kreis laufen, weil die eine der prägende Erfahrung, die man mit Weißen gemacht hat, waren Soldaten, die im Kasernenhof exerziert haben. Also es sind auch seltsame Leute, die irgendwie freiwillig im Kreis rumlaufen. Und diese Dynamik zwischen bisschen Befremdung, auch Leute, die man nicht so richtig ernst nehmen kann, aber Leute, die man auf der anderen Seite wieder sehr ernst nimmt. Das habe ich versucht einzufangen mit dem Begriff Bongo als Überbegriff für schwarze Menschen, Leute, die aus Afrika kommen, aber eben nicht so einfach nur so, nicht einfach nur Afrikaner, darum geht es nicht, sondern in der Dynamik zwischen Leuten, die ist zu was gebracht haben, die das verkörpern, was man selbst gern wäre, aber die zum Beispiel überhaupt kein Verhältnis zum Geld haben und ganz seltsame Dinge tun. Und all das habe ich versucht, in diesen Begriff einzufangen, der insofern, das ist jetzt die kurze Antwort oder eine lange Antwort auf eine kurze Frage, den man im weitesten Sinne mit naja, sozusagen das, was die Weißen in Afrika sind, das sind die Bongos in Deutschland meiner alternativen Welt. Mhm. Ist das ungefähr klar? Ja. Also, ja, dadurch, dass ich den Begriff Mzungu natürlich auch kenne aus Tansania, aber danke Ihnen auch für die Erklärung, die war mir überhaupt nicht bekannt mit den die im Kreis laufenden Weißen. Ja, genau, aber ich kann mir das natürlich gut vorstellen, was Ihnen da durch den Kopf ging, ja, um diesen Ausdruck zu schaffen.
Afrika hilft natürlich auch Europa und Deutschland mit Entwicklungshilfe, aber schottet sich immer mehr ab, ja, weil der Migrationsdruck aus dem Norden in den Süden immer größer wird. Und es ist gar nicht, es ist mit der ziemlichen Strapaze verbunden, natürlich durch Afrika zu gelangen. Und man muss natürlich auch schauen, dass man nicht aufgegriffen wird, weil man postwendend auch wieder zurückgeschickt wird. Das sieht man auch an dieser Karte. Da gibt es ja hier zwischen Tunesien und Italien ja mehr oder weniger so eine Irrfahrt, die Joshua Brenner ja auch durchmachen muss, weil er ja tatsächlich auch wieder zurückgeschickt wird. Genau, aber es gelingt ihm dann auch mit ein bisschen Glück, muss man dann sagen, weil er auch an die richtigen Leute gerät, dass er dann doch über Ägypten dann schon langsam sich Richtung Süden reisen kann. Sie haben noch ein zweites Stück vorbereitet, das Sie uns heute gerne vorlesen möchten, bereits aus dieser Odyssee von Joshua Brenner nach Afrika. Jawohl. Genau, bitteschön. Also das stammt aus dem zweiten Teil, sondern 21. Kapitel. Da setzt an, er macht sich in Berlin auf den Weg, erlebt schon viel Unseliges in Europa selbst und erreicht dann zum ersten Mal das Mittelmeer. Ja, vielen Dank. Ja, das ist der Start dieser dramatischen Überfahrt über das Mittelmeer. Das, glaube ich, so viel kann man vorwegnehmen. Nicht alle, die in diesem Boot sich befinden, auch tatsächlich überleben. Und auch Joshua Brenner, die Hauptperson, ist nur sehr knapp überlebt eigentlich. Sie haben ja, also durch Ihr Buch versetzen Sie ja eigentlich den Leser oder die Leserin in die Lage, dass er sich eigentlich ja mit Flüchtlingen identifizieren muss. Ja? Also das war wahrscheinlich natürlich auch so beabsichtigt. Glauben Sie, dass Sie damit eigentlich, dass Literatur in der Lage ist, da auch tatsächlich ein Umdenken herbeizuführen? Schön wär's. Ich hoffe, also jetzt, man wird damit natürlich nicht die Denkwelt verändern, aber ich hoffe schon, dass es möglicherweise einen gewissen Einfluss auf bestimmte Einschätzungen hat, um das mal zurückhaltend zu formulieren. Das ist schwer zu sagen. Ja, ich hoffe das, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass das auch dann ohnehin nur auf den Boden fällt, der schon bereitet ist. Das heißt, ob jetzt Leute wirklich dadurch ihr Bild Flüchtlingen gegenüber ändern, das weiß ich nicht. Das kann ich nur hoffen. Okay. Ja, ich schaue in die Runde. Gibt es von eurer Seite Fragen an Herrn Dorkler? Ich würde ganz kurz was fragen. Und zwar, haben Sie mit Geflüchteten sich dann auch viel unterhalten, um sich das besser vorzustellen, wie so eine Flucht abläuft? Also das war insofern ein bisschen, ich habe den Roman geschrieben weitestgehend, als ich noch in Tansania war. Das war also, da waren die Möglichkeiten andere. Man muss dazu im Kontext sagen, ich habe den Roman, der Text war fertig, bevor im Jahr 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise dann wirklich ins breite Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist. Ich habe daran länger gearbeitet an dem Text, weil ich schon lange den Eindruck hatte, da kommt noch was auf uns alle zu, wie es ja dann auch gekommen ist. Und insofern habe ich in Tansania nicht so diese Möglichkeiten gehabt. Ich habe viel recherchiert und habe auch viel gelesen, aber dass ich tatsächlich mit Geflüchteten so gesprochen habe, das war schlichtweg zu früh, weil diese Thematik erst in Deutschland später kam und ich auch gar nicht hier war. Sonst sollte mir noch die Frage nach dem Titel klären, Der Platz an der Sonne. Ja. Ja, da gibt es ja, glaube ich, zwei Ideen dazu. Achso, sehr wahr. Ja, genau. Also alles klar, ich dachte, Sie kommen jetzt mit den beiden Ideen.
Ja, das hat ganz verschiedene, also der Roman sollte ursprünglich mal Thema heißen, so wie der Sehnsuchtsort, aber da hat der Verlag gesagt, das ist gut, wenn man das Buch kennt, aber wenn man das nicht kennt, dann verleitet dieser Titel kaum dazu, dass man das Buch auch in die Hand nimmt und vielleicht kauft. Insofern stammt der Buchtitel nicht von mir, sondern vom Verlag. Und der hat verschiedene Ursachen. Also es gibt diesen, das ist so der klassische Ausdruck im deutschen Kolonial, in der deutschen Kolonialgeschichte. Die klassische Formulierung ist, wir wollen keinen an den Schatten stellen, aber auch einen Platz an der Sonne haben. 1890 und so ein bisschen zur Umkleidung der deutschen Kolonialbestrebung. Das ist ein Strang des Titels. Ein anderer Strang ist der, das kennen manche vielleicht, dass die deutsche Fernsehlotterie ja auch hieß, ein Platz oder ein Platz an der Sonne. Und da ging es unter anderem auch darum, dass man mit dieser Lotterie Kindern aus dem eingeschlossenen West-Berlin einige Aufenthalte im wohlbehüteten Westen finanziert, eben einen Platz an der Sonne. Und das passt natürlich auch schön für jemanden, der aus Berlin flieht und sich bessere Lebensverhältnisse sucht. Das sind so diese beiden Stränge. Und dann nur so als Nebendetail, der ursprüngliche Verlag war ein Platz an der Sonne und meine Lektorin hat gesagt, nee, wir sagen der Platz an der Sonne, das klingt noch viel besser. Okay. Und so ist es ja auch und so ist der Titel zustande gekommen. Okay, vielen Dank. Ja, gibt es noch Fragen zu unserem heutigen Abend, zu der heutigen Lesung an Herrn Dorkler? Einmalige Gelegenheit, die man noch nutzen sollte. Also ich würde sonst noch fragen, was war denn so die, der Punkt, wo Sie so viel Motivation hatten, dieses Buch dann zu schreiben? Also was hat Sie so grundlegend dann motiviert, das Buch zu schreiben? Ja, ach, das war eine Geschichte, die ich gerne erzählen wollte. Irgendwie kam mir die Idee, einfach die, also ja, das war zweierlei. Das eine war, dass ich aus dem, so wie ich die Welt in den 10er Jahren empfunden habe, habe ich tatsächlich gedacht, da kommt was auf uns zu in einer Welt, in der sehr viele Leute sehr wenig haben und verhältnismäßig wenige sehr viel. Und wenn ich das noch vermenge mit wachsender Kommunikation, dass wir viel mehr voneinander wissen, dass eben irgendwo im ländlichen Tansania jemand ganz genau weiß, wie der neueste BMW aussieht oder was ein neues iPhone, weiß ich viel kostet. Das heißt, die Welt ist ja sehr zusammengerückt, aber die Unterschiede sind nach wie vor gravierend, sodass das für mich eine Frage der Zeit war, dass es da auch zu vermehrten Flüchtlingsbewegungen gibt. Das war der eine Hintergrund. Und der andere Grund war, dass mir die Idee irgendwie bestechend einfach vorkam, sozusagen die Vorzeichen umzudrehen. Und aus beiden hat sich eine Geschichte ergeben, die ich einfach gerne erzählen wollte. Und dann habe ich damit angefangen. Und das hat ein bisschen gedauert, aber am Ende ist es jetzt das Buch. Darf ich eine Frage stellen? Unbedingt. Wie lange hat es gedauert, dieses Buch zu schreiben? Also das eigentliche Schreiben des Textes hat nicht so lange gedauert. Das hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert. Was länger gedauert hat, war die Vorbereitung. Ich habe das vorhin kurz angedeutet, ich wollte nicht so einfach die Vorzeichen der Welt ändern, sondern ich wollte tatsächlich eine alternative Welt entwickeln, die aus den Elementen, die wir so kennen, zusammengebaut ist. Und dafür habe ich zum Beispiel tatsächlich so eine Art alternative Weltgeschichte geschrieben auch. Also nicht 12 Bände und noch 3 Supplementbände dazu, sondern aber so 200 Seiten immerhin. Und dafür habe ich viel recherchiert, auch viele Sachen, die dann im Buch überhaupt nicht auftauchen. Das hat lange gedauert. Also ich habe kurzum mit der Vorbereitung viel länger zugebracht als mit dem Schreiben des Textes. Das eigentliche Schreiben des ersten Entwurfs, anderthalb Jahre, und dann habe ich es noch ein Jahr lang überarbeitet. Aber für die Vorbereitung habe ich bestimmt so 5 Jahre gebraucht. Aber ich habe in der Zeit nicht nur das gemacht, sondern die Vorbereitung war auch begleitet von anderen Sachen. Aber ich wollte mich sicher fühlen in dieser alternativen Welt und ich
es war mir von vornherein, nicht von vornherein, aber es war mir bald klar, dass ich das eben in dieser Ich-Perspektive schreiben wollte und damit von innen nach außen. Und damit wollte ich, damit musste ich mich so in dieser Welt beheimaten, dass ich sie so beschreiben können kann, wie wir unsere Welt beschreiben. Und deshalb, das wird manchmal bemängelt, deshalb tauchen viele Fakten zur Erklärung nicht auf. Aber ich muss ja Ihnen auch nicht sagen, dass 1989 die Mauer gefallen ist. Auch das ist Faktenwissen, auf das wir alle souverän zurückgreifen. Und so ist für Josef Brenner eben auch klar, wann der Krieg endete. Das muss er jetzt nicht noch sagen. Aber um diese Perspektive einzunehmen, die für mein Empfinden besonderes Maß an Authentizität ermöglicht, musste ich mich in dieser Welt beheimaten. Und das hat viel länger gedauert, als dann in dieser Welt den Text zu schreiben. Mhm. Sie sehen schon, Sie stellen kurze Fragen und ich antworte dann sehr ausweichend, aber deshalb ich stelle trotz der Fortgeschrittenheit, der Zeit, stelle ich doch eine wichtige Frage. Geht das Buch weiter, beziehungsweise arbeiten Sie gerade an einem neuen Projektroman? Ja, ich schreibe gerade einen neuen Roman, der hat aber sowohl thematisch als auch stilistisch mit dem Platz an der Sonne nichts, so gut wie nichts zu tun, würde ich mal sagen. Mhm, okay. Wollen Sie uns ein bisschen mehr verraten oder ist es doch geheim? Okay. Ich neige dazu, das erst zu sagen, wenn der Text fertig ist. Die Einzige, die etwas weiß, worum es geht, ist meine Agentin und meine Frau. Okay. Ansonsten halte ich die Kennergruppe sehr klein. Gut, dann wollen wir das Geheimnis wahren. Ab wann können wir damit rechnen? Ja, das ist eine gute Frage. Also der Text komme ich ganz gut voran, aber es ist unberechenbar, wann der Text dann wirklich fertig wird. Und dann ist die Buchbranche ja etwas, also nicht gerade sehr beschleunigt, will ich mal sagen. Wenn dann der Text, wenn der Verlag das Manuskript angenommen hat, dann dauert es bestimmt noch ein Jahr, bis es wirklich gedruckt wird, wenn Sie es denn drucken wollen. Also das dauert noch eine ganze Weile. Mhm. Aber ich gebe mein Bestes. Okay, ja gut, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Ich habe nur eine Anmerkung. Ich fand es erstaunlich aus den kurzen Beiträgen, die Sie vorgegeben haben, wie realistisch die eigentlich sind. Also ich kenne sowohl die Seite mit Flüchtlingen, die mir von Ihnen Erfahrungen erzählt haben, als auch die Seite, mit dem ich stehe auf dem Amt und ich zahle Geld für eine Leistung und ich kriege sie nie und hinterher wird gesagt, ich habe dieses Geld nie bezahlt. Auch diese Seite kenne ich von Venezolanern, die zum Beispiel Pässe beantragen und diese Pässe bezahlen und dieses Geld kommt auch nie an. Und ich fand es total spannend, wie realistisch fiktionale Literatur ist. Dankeschön. Von Hemingway gibt es den schönen Ausspruch, aus dem, was ein Autor weiß, aus dem, was er nicht weiß und aus dem, was er unmöglich wissen kann. Aus all dem schreibt er seine Geschichten. Und das führt dann manchmal zu einer Art von Realismus, auch wenn man sich natürlich nicht anmaßen kann, sich wirklich, also zu sagen, ich weiß, wie sich jemand fühlt, der jetzt im Mittelmeer auf so einem Boot sitzt. Aber man kann, das ist eine der faszinierenden Facetten von Literatur, dass man, wenn alles gut läuft und alle Elemente stimmen, man vielleicht mit Imaginationskraft sich dem auf literarischer Ebene etwas annähern kann. Ich muss auch sagen, ich habe wenn ich das sagen darf, ich habe auch ein bewegendes Erlebnis gehabt, in dem ich eine bestimmte, ich will das nicht verraten, weil das wichtig ist fürs, oder wesentlich ist fürs Buch, falls Sie es noch nicht gelesen haben und noch vorhaben zu lesen. Ich habe Josua Brenner einen bestimmten Gedanken hegen lassen, der nicht besonders zukunftsfroh ist, und habe dann Jahre später eine Reportage gelesen aus einem Flüchtlingslager im Sudan. Und da sagt einer der Interviewten, das war ein Spiegelinterview, genau dieselben Worte, die ich aufgeschrieben habe. Und das ist dann schon, war für mich ein sehr, sehr bewegendes Erlebnis, dass es solche so ein Zusammentreffen gibt zwischen Literatur und Wirklichkeit. Okay. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Gut. Ja, ich glaube,
dann beenden wir unsere Online-Lesung für heute. Vielen Dank für eure Teilnahme, eure interessanten Fragen. Und vielen Dank und einen kräftigen Applaus natürlich an Herrn Torkler. Ich freue mich sehr, dass wir das trotz der Widrigkeiten unserer Zeit auch hingekriegt haben, diese Veranstaltung zu machen. Also vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen mit Ihrem nächsten Buch. Wer weiß, vielleicht passt es ja dann auch thematisch. Sie wollen uns ja nichts verraten, darum können wir es so schwer beurteilen. Okay. Schön. Okay, aber dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend nach Berlin und vielen Dank nochmal für Ihr Kommen. Ganz herzlichen Dank und schönen Abend nach Salzburg zurück.